Und wie viele Jugendliche gibt es, die nicht beten fünfmal am Tag? Ach, was heißt Jugend? Was rede ich immer von Jugendlichen? Wie viele Leute gibt es, die sagen, ich bin Muslim, ich komme aus der Türkei, ich bin Muslim, ich komme aus Tunesien, aus Marokko, aus Palästina und bete nicht fünfmal am Tag? Wie viele gibt es davon? Und was ist mit demjenigen, der nicht betet? Wir haben eben, weil wir schauen uns an, was in China passiert, was in Palästina passiert, was in Syrien passiert. Wenn die Leute auf der Religion gewesen sind, was wird passieren? Was wird zu ihnen am jüngsten Tag gesagt werden? Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Tretet in ihn ein in Frieden. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Dort gibt es für euch, was ihr wollt, und bei uns gibt es noch mehr. Aber was ist mit dem, der nicht betet? Was wird zu dem gesagt werden? Ma salakakum fi saqar. Was hat dich in die Hölle reingebracht? Was ist die erste Antwort? Lam nakum min al-musallin. Wir gehören nicht zu den Betenden. Suratul Mudathir, Suratul Mursalat. 11-mal oder 10-mal sagt Allah, وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Und dann wird das Paradies beschrieben, die ganze Sure. Immer wieder wiederholt sich der Vers, وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ. Wiederholt sich immer wieder, 10 oder 11-mal sagt Allah, wehe in Surat al-Mursalat, die 77. Sure, wehe an jenem Tag den Leugnern. Und dann wird zwischendurch das Paradies beschrieben, die Hölle beschrieben. Und ganz am Ende wird eine Eigenschaft beschrieben von den Mukadzibin, von den Leugnern. Was ist diese Eigenschaft? وَإِذَا قِيلَ لَمُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, verneigt euch, macht Ruku, das heißt das Gebet, haben sie es nicht gemacht. Was heißt das für uns, liebe Geschwister? Wir lassen uns zu sehr vom Fernseher ablenken, weil es ist ja tatsächlich so, vom Fernseher ablenken mit Sachen, die weit weg sind, an denen wir nichts ändern können. Wenn du weißt, wie du etwas ändern kannst, kannst du es mir gerne sagen. Ich weiß es nicht. Aber die Dinge, die vor deiner eigenen Haustür passieren, wo Leute nicht beten, in Sinne verfallen, mit der Religion nichts zu tun haben, wo du etwas dran ändern kannst, wo du kleine Schritte nach vorne gehen kannst. Diese Sache vernachlässigt man.